Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Wunsch der Linken nach einer hochwertigen und gleichzeitig kostenlosen Essensversorgung an Kitas und Schulen ist nicht mehr als ein frommer Traum. Klar, Wunschzettel schreiben die Linken bekanntlich nicht nur vor dem Weihnachtsfest. Das tun sie eigentlich immer. Wer es bezahlt, ist doch egal. Wer eigentlich in unserer staatlichen Ordnung zuständig ist, ist auch egal. Hauptsache, der Wunschzettel ist lang, umfassend und ignoriert das bereits Erreichte. Ich sage nur Föderalismus, schon mal gehört. Ich kann jedoch nicht abstreiten, das Grundanliegen Ihres Antrages für eine bessere Essensversorgung in Kitas und Schulen ist in Ordnung. Da stimme ich Ihnen vom Ansatz her zu. Aber über den Weg zum Ziel müssen wir streiten. Hochwertig und kostenlos schließen sich meines Erachtens aus. Gutes Essen hat seinen Wert. Und was gut ist, kostet auch was. Der Umkehrschluss, was nichts kostet, ist nichts wert, ist schnell gezogen und leider häufig Realität. Da wird schon mal zu viel auf die Teller gepackt und die Reste werden einfach weggeworfen. Dieses Phänomen kennt wohl jeder von uns bei der Selbstbedienung an reichlich gedeckten Buffets. Ich sage nicht, dass die Kinder unbedingt genauso mit dem Essen umgehen. Aber ich bin der Meinung, dass hochwertige Kita- und Schulverpflegung schon etwas kosten darf, wenn nicht sogar etwas kosten muss. Es wundert mich ohnehin, dass Sie mit Ihrem Antrag das kostenlose Schulessen für alles fordern, also auch für die Familien, die sich ohne weiteres leisten könnten, das Essen für ihre Kinder zu bezahlen. Ich persönlich würde da schon eine Grenze ziehen und das unentgeltliche Essen nur den wirklich bedürftigen Kindern zukommen lassen. Aber das ist nur eine ganz persönliche Bemerkung am Rande. Eine viel wichtigere Frage ist, was ist überhaupt hochwertig? Bedeutet es, nur Fleisch und Fisch aus artgerechter Tierhaltung zu verwenden oder nur saisonale oder regionale Produkte zu verarbeiten? Oder bedeutet hochwertig, nur Lebensmittel aus biologischem Anbau zu beziehen? Und ist dies automatisch gesünder? Darf ich Sie vielleicht hier einmal unterbrechen, Frau Kollegin? Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Leidinger? Na bitte. Bitte schön. Ja, Sie haben gerade sich darüber ausgelassen, wie Dinge, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden, nach Ihrer Meinung ausgenutzt und falsch genutzt werden und dass Menschen, die wirklich bedürftig sind, nicht ausreichend berücksichtigt werden, wenn alle etwas nutzen können. Nun möchte ich Sie mal fragen, wie schätzen Sie eigentlich den kostenlosen Fahrdienst des Deutschen Bundestages ein, der allen Abgeordneten hier zur Verfügung steht, obwohl niemand von uns, niemand auf diese kostenlose Dienstleistung angewiesen ist, obwohl kaum eine große Stadt ein so toll ausgebautes Nahverkehrssystem hat wie Berlin, das wir selbstverständlich auch nutzen können. Fahren Sie denn mit diesem Fahrdienst kreuz und quer durch Berlin, nur weil es kostenlos ist? Ich fahre sehr selten damit, nämlich nur, wenn ich mit meinem Fahrrad dort nicht hinkomme oder mit meiner U-Bahn. Und außerdem finde ich das Ganze, den ganzen Vergleich völlig unpassend. Können Sie mal beobachten, wenn Sie aussteigen, ich komme mit dem Fahrrad. Da sehen Sie, wie unterschiedlich man damit umgehen kann. Also, es geht jetzt hier nochmal, ist was automatisch gesünder, wenn es Bio ist. Das wird pauschal von einem Großteil der Bevölkerung so angenommen. Das entspricht allerdings nicht der Wahrheit, finde ich. Denn gerade gestern hatte ich einen Wissenschaftler von der Leibniz-Gemeinschaft zu Gast und der bestätigte mir, dass Bio-Lebensmittel nicht per se gesünder sind als herkömmlich erzeugte. Das habe ich nicht gesagt. Bio definiert sich nämlich durch eine ökologische und nachhaltige Art des Anbaus, wie auch mein Fahrradfahren nachhaltiger ist. Die Lebensmittel enthalten deswegen aber nicht mehr Vitamine und Nährstoffe. Die große Bedeutung einer gesunden Ernährung, meine Damen und Herren, für Kinder ist erwiesen.
Und als besonders positiv möchte ich das Schulmilch- und Schulobstprogramm der EU hervorheben. Das Parlament konnte im Frühjahr dieses Jahres eine Zusammenlegung beider Programme und eine Erhöhung der Finanzmittel um 20 Millionen Euro durchsetzen. Mit dieser Vereinfachung und dem gleichzeitigen Wegfall des Eigenanteils der Länder bietet sich die Chance, dass Kinder in allen Bundesländern von beiden Programmen profitieren. Die Mitgliedstaaten, die am Schulprogramm teilnehmen, verpflichten sich auch zu pädagogischen Maßnahmen. Dabei sollen die Kinder aufgeklärt werden über lokale Lebensmittelketten, ökologischen Landbau, nachhaltige Erzeugung oder die Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung. Sie sollen auch der Landwirtschaft wieder näher gebracht werden. Ich erinnere nur an den Tag des offenen Hofes. Dabei ist also das Wissen über gesunde Ernährung der zentrale Bestandteil. Dieser wird wesentlich im Kindesalter erlernt und gebildet. Und die hier erworbenen Ernährungsmuster und Geschmacksmuster behalten Kinder und Jugendliche häufig ein Leben lang. Die Evaluation des Schulmilch- und Schulobstprogrammes haben eine deutliche Zunahme der Beliebtheit und Akzeptanz ergeben. Zudem stieg das Bewusstsein der Kinder um die Wichtigkeit von Milch, Obst und Gemüse als Bestandteil der gesunden Ernährung. Ich appelliere also an alle Bundesländer, die sich noch nicht an diesem Programm beteiligen, dies zum Wohle der Kinder schnell nachzuholen. Und an Sie von der Linksfraktion appelliere ich, das Erreichte in den Kommunen und auf Bundesebene nicht in Frage zu stellen. Denn meine Zeit reicht nicht aus, weitere Details zu nennen. Sie können selbst in den Portalen der Bundesregierung und insbesondere des Bundesministeriums für Ernährung nachlesen, was alles zum Thema gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche schon gemacht wird und was geplant ist. Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, viel Freude beim Studium dieser Materialien. Vielen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt der Kollege.